Jetzt kommen wir zu dem Thema Roderbruch. Jeder weiß, Bahn 15. Hey, bin ich hier der Champion? Ne? Genau, hab so mehrere Male getroffen. Ja, zig Male. Ja. Warum treffe ich da am meisten? Was machen die meisten Discgolfer für einen Fehler? Sie stellen sich in der Mitte der Bahn hin und nicht ganz links. Ja, der Vorteil ist, beim Roderbruchplatz, ja, die Abwurfstelle ist aus Beton. Ja, und dann stellt man sich einfach ganz nach links. Ja, das mache ich auch auf Bahn Nummer 6, Bahn Nummer 7 und Bahn Nummer 5 und Bahn Nummer 4 in Roderbruch. Ja, ich stelle mich ganz nach links hin. Da hatte nun mein Arm den kompletten guten Durchschwung. Ja, das dazu. Ja, also stelle ich mich ganz nach links und halte den Putter. Dann schaffe ich das auch, da durchzuwerfen. Locker von Hocker durch ein Mendo. Ja. Und so kann ich denn durch ein Mendo durchspielen. Jetzt, liebe Zuschauer, kommen wir zu dieser Aktion. Ja. Der Unterschied zwischen einer Frisbee und einer Discgolfscheibe. Ja, ist ganz gering. Bei einer Discgolfscheibe, die kippe ich nach oben. Ja, aber ich halte die genauso beim Bauchnabel. Ja, und so ist das bei einer Frisbee auch. Bloß die halte ich ein bisschen nach unten, weil die Frisbee dann sich aufkippt nach oben und zieht dann leicht nach rechts rüber. Ja, also hier heißt es auch, der Wurfarm, ja, nicht direkt auf den Basketballkorb zielen, sondern etwas links halten, weil eine Frisbee zieht nach rechts rüber. Ja, ein bisschen runterhalten und dann der gleiche Zug. Ja, wie beim Tauziehen, liebe Leute. Ganz einfach zu merken, jeder kann das. Ein bisschen runterhalten und ziehen. Ja, man sieht doch, wie die Frisbee fliegt. Sie fliegt also nach rechts, ja, und nicht, wie die Leute sagen, eine Frisbee fliegt gerade. Wo denn? Ja, deswegen, jedes Mal, wenn ich natürlich jetzt mit einer Frisbee werfe, muss ich wieder umdenken. Beim Discgolfsport, okay, Putter nach oben und dann einfach ziehen, ja, aber bei einer Frisbee ist das ein bisschen kompliziert, ja, und wieder, nochmal, probieren. Ja, ein bisschen mehr noch weiter nach links rüber vielleicht. Und man sieht es doch. Fliegt wieder nach rechts, also noch weiter rüber. Ja, das heißt auch in den Füßen. Die Füße müssen in der Linie ein bisschen rüber nach links. Dann habe ich den optimalen Flug. Ganz einfache Geschichte, ja, und bei einer Discgolfscheibe, ja, wenn ich jetzt hier mal so einen Putter nehme in der Hand, ja, da muss ich wieder anders denken. Nicht links, sondern mehr nach rechts, weil eine Discgolfscheibe, bei einem Rechtshändler fliegt die Discgolfscheibe nach links. Das heißt aber, ich halte die genau so, ja, und dann versuche ich. Ja, aber man sieht es doch. Die Discgolfscheibe fliegt von rechts nach links. Ja, und so muss ich mich auch als Trainer von euch, für euch da draußen auch umstellen. Ich werfe jetzt mit einer Frisbee, alles klar, mehr links halten. Ja, ich werfe jetzt mit einer Discgolfscheibe, alles klar, mehr rechts halten. Ganz einfache Geschichte. Ja, und irgendwann findet man den perfekten Putter raus und dann trifft man vielleicht dort hinten. Zu weit. Aber ich habe noch nicht mal Anlauf genommen. Jeder würde jetzt hier in dieser Situation Anlauf nehmen. Das liegt daran, weil ich hier den Zug gelernt habe. Zu Hause eine Hantel genommen habe und immer ziehen. Ja, das stärkt natürlich oben das Gelenk.
Wenn natürlich jetzt es da draußen einen Anfänger gibt und sagt, ja, ich mache jetzt mal so, habe ich gesehen bei YouTube, ne? Dann fängt das hier oben an, in der Schulter weh zu tun. Deswegen sage ich ja lieber, anfangen, Bauchnabel, ja, Handbreite entfernt, halten, Discoscheibe ist das, alles klar, ein bisschen nach oben und dann rüberziehen. Deswegen kann ich das auch vom Weiten, von 100 Meter oder sogar von 120 oder 130 Meter. Ja, weil ich immer die gleiche Position habe, immer das gleiche mache. Ich ziehe an ein Band. Ja, durch dieses Simulieren, Ziehen, verlagere ich mein Gewicht nach unten. Die Discoscheibe kommt, die ist doch hier, Bauchnabel. Und wenn ich jetzt ziehe, ist die Discoscheibe hier oben. Na, das dazu. So, und auf der kurzen Strecke, ja, da kann man eine Frisbee nehmen. Ja, wenn man natürlich lang wirft, ja, da fliegt so eine Frisbee, ja, circa 80 Meter, circa. Ja, kommt drauf an, wie viel Kraft ihr habt. Wenn ihr natürlich eine Frisbee vom Berg werfen tut, denn es steht ja von unten noch Unterwind, der drückt ja die Frisbee dann nach oben. Ja, dadurch kommt ihr wesentlich das Doppelte an Reichweite. Ja, wenn ich da hinten von dem Berg werfe, in den Basketballkorb mit einer Frisbee, ja, dann fliegt die auch ziemlich lange. Ja, weil der Wind auch von unten noch, sie drückt nach oben. Ja, und so ist das in Kronsberg auch gewesen. Ja, bloß mit einer Discoscheibe, da die ja schnell fliegt, oder einen schnellen bei einer Discoscheibe ist das denn so, da die ja eine schnelle Drehgeschwindigkeit hat, ja, bleibt die nicht so stabil in der Luft, wenn man vom Kronsberg wirft. Ja, bei einer Frisbee ja, weil die fliegt, die dreht sich ja langsamer, ne? Genau. Ja, also eben gerade Discgolf geworfen, jetzt wieder Frisbee. Das heißt wieder rum, ja, halten, Bauchnabel, eine Handbreite entfernt und loswerfen. Man sieht den ersten Wurf wieder, in der zweiten Runde geht auch wieder nach rechts weg. Also muss ich dann mehr rüber, noch mehr. Ja. Halten und wieder. Dann habe ich doch die optimale Fluglinie. Ho! Zu dolle, ne? Unglaublich. Und wieder. Und halten. Und ziehen. Und wenn man das öfters macht, dann hat man den Bogen auch raus. Ja, da muss ich jetzt in der dritten Runde, wenn ich mit einer Frisbee werfe, ja, noch weniger Power nehmen. Nicht hinten ziehen, sondern mehr hier vorne ziehen. Ja, umso weniger habe ich, ne? So, und warum bin ich hier auf dem Spielplatz heute? Ja, weil es über Nacht geregnet hat und der ganze komplette Rasen ist alles klitschenass. Wenn ich natürlich jetzt im Park gehe und dort spiele, ja, dann kann es passieren, dass ich durch diese, weil es rutschig ist, dann auf die Fresse falle oder dementsprechend mir noch wehtue. Deswegen bin ich hier auf dem Spielplatz. Ja, genau. Ja, und übe ein bisschen den Frisbee-Sport und den Discgolf-Sport, ne? Genau. Ja. Ja, wollen wir mal, dritte Runde. Ja. So langsam müsste ich ja das drauf haben. Ja. Erste Runde gut geworfen, zweite Runde auch. Jetzt dritte Runde, ne? Zielen tue ich da auf diesen Metallpfosten, der da links steht. Frisbee halten, Bauchnabel und wieder werfen. Mein Gott!
So, liebe Zuschauer, und so habt ihr jetzt gesehen, von hier vorne. Ja, genau. Ja, wenn ich genau in der direkten Flugbahn des Basketballkorbes bin, dann fliegt die, wie vorhin, die Frisbee dagegen und prallt wieder ab. Und das ist das, was ich meine. Ja, das Ziel ist es ja, den Frisbee-Sport zu erlernen, also meinen Partner zu treffen. Ja, wie beim Discgolf-Spiel, ja, den Discgolf-Korb dort einzulochen. Hier ist nur der Nachteil, dass der Korb ist klein. Ja, und da muss man sich als Frisbee-Sportler richtig ins Zeug legen. Ja, genau. Das wollte ich hier mal nur erwähnen. Ja, deswegen ist das für mich auch schwer, wie letztes Mal von da hinten zu treffen. Ja, so ab 75 Meter oder ab 100 Meter. Aber man gewöhnt sich daran. Wie jeder Discgolfer sich daran gewöhnt an jede Discgolfbahn, so gewöhne ich mich an jede Reichweite. Und so habe ich dann später einen Vorteil, wenn ich sage, ja, jetzt gehe ich in einen Verein und ich gehe jetzt gleich zum, ja, Discgolf-Turnier hin. Ne? Genau, ja, meine Trefferquote ist ziemlich weit oben. Die ist niemals im Keller. Ja, hier auf dem Basketballkorb ist die Trefferquote, ja, ich will nicht lügen, aber von 100% sind das, ja, 97, wenn ich will. Wenn natürlich jetzt jemand kommt und sagt, Sascha, ich fordere dich heraus, ja, genau, auf 75 Meter, ja, da ist die Trefferquote 120%. Ja, da ist gleich der erste Wurf drinne. Ne? Das dazu. Ja, liebe Zuschauer, und so erlerne ich den Discgolf-Sport. Auf einen hohen Basketballkorb und auf einen kleinen. Kleiner Basketballkorb wie der Discgolf-Korb. Genau die Höhe. Das habe ich ja schon mehrere Male gemessen. Ne? Genau, wie hoch das ist vom Fußboden bis zum Discgolf-Korb-Rand. Ja, und jetzt hoher Basketballkorb. Also trainiere ich jetzt auf einen hohen Discgolf-Korb. Ja, für ein Turnier. Ganz einfach zu verstehen. Ne? Genau. So habe ich alles beide gelernt. Zwar ist es hier ein Basketballkorb, aber das Prinzip ist es ja zu treffen. Ja, und den Umgang mit den Discgolfscheiben, weil die sind ja alle verschieden. Ich habe ja nicht nur eine Markenfirma. Ich habe hier Laut 64, den habe ich hier dann habe ich hier Discraft, ja, oder dementsprechend habe ich auch Innova Disc Golf. Ich habe hier verschiedene Sorten, auch sogar Discmania, ne, genau. Ja, und so lerne ich den Umgang mit allen Disc Golf Scheiben. Bloß hier auf dieser kurzen Entfernung nehme ich natürlich Putter, ne, genau. Ja, mal gucken, ob ich da hinten irgendwie einen treffen kann. Hey, das war schon fast, ne? Driver? Ja!